Ergänzungsantrag von CDU und FDP. Aber zunächst erstmal Herr Lichti für die Einreicher. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte aufgrund der Vorredner meines hochgeschätzten Fraktionskollegen Schmählich hier klarstellen, dass die Dissidenten nicht mittlerweile zur OB-Fraktion per se mutiert sind. Ich möchte allerdings doch auch sagen, dass hier viele Fraktionen, viele Redner vorgegangen sind, die Haushaltssperre beklagt haben, aber die konkreten Anträge, wie man damit umgeht, die haben nur wir als Dissidenten gestellt, zugegebenermaßen in einem kleinen, aber doch durchaus wichtigen Bereich. Ich glaube, ich muss hier in diesem Rat nicht mehr die Wichtigkeit der Eigenmittel der Stadtbezirke, die die vergeben können, betonen. Ich möchte aber doch sagen, es handelt sich dabei um ein Kernprojekt, um ein erfolgreiches Kernprojekt der rot-grün-roten Reformpolitik von 2014 bis 2019. Und es ist natürlich den Bürgerinnen und Bürgern und den Einwohnern in den Stadtbezirken überhaupt nicht zu vermitteln, warum beispielsweise der Stadtbezirksbeirat Neustadt noch beschließen durfte, auch nachdem die Haushaltssperre verkündet worden ist, dann aber am nächsten Tag im Stadtbezirksbeirat Plauen das alles abgesetzt worden ist. Weiterhin war es uns wichtig, die Arbeit der Beauftragten nicht zu blockieren. Der Oberbürgermeister war dann, und das begrüßen wir außerordentlich, bereit, mit uns ins Gespräch zu gehen. Er hat dann uns dargelegt, überzeugend, dass bei den Beauftragten eigentlich die meisten Mittel schon gebunden sind und deswegen dort nicht viel wegfällt. Und wir haben uns dann verständigt, beziehungsweise der Oberbürgermeister hat vorgeschlagen und wir haben dem zugestimmt, dass die Mittel für die Beauftragten bis zu einem Betrag oder einem Anteil von 90% freigegeben werden. Der Oberbürgermeister hat dann einen sehr mutigen Schritt gemacht. Er hat nämlich das gemacht, was er letztes Mal angekündigt hatte, als es um die Unterbringung der Flüchtlinge ging, nämlich, dass man die Stadtbezirke, die jetzt besondere Aufgaben übernehmen müssen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung. Wir haben ja leider in dieser Stadt eine höchst ungleiche Verteilung der Flüchtlinge. Ich sage es immer wieder gerne, der Elbhang, Loschwitz, obwohl er, sage ich mal, jetzt nicht gerade ein Elendsviertel ist, zieht sich dort raus. Ja, ich sage mal, die rechte Seite dieses Rates hat sogar die Prüfung der Kita-Luboldstraße als Flüchtlingsunterkunft abgelehnt. Was im Grunde eigentlich, naja, wenigstens die Prüfung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Verteilung ist höchst ungleich und der Vorschlag des Oberbürgermeisters, hier für die Stadtbezirke Kottau und Prohlis zu 100% freizugeben, finden wir ausdrücklich einen sehr guten Vorschlag, den wir gerne unterstützen. Meine Damen und Herren, wir ziehen damit unseren Eilantrag zugunsten des Ersetzungsantrags des Oberbürgermeisters zurück. Und wir würden uns wünschen, dass eine derart positive, sachorientierte Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungsspitze und dem Stadtrat vielleicht auch in wichtigeren Fragen möglich werden könnte. An uns Dissidenten soll es nicht liegen. Vielen Dank. So, vielleicht nur kurz zur Einbringung des eigenen Ersetzungsantrags. Ich habe das ja in der Behandlung des federführenden Finanzausschusses durchblicken lassen, da ich sage, die Idee des Antragstellers verstehe ich, nur so wie es gemacht war, wird das eher bei einigen Bereichen zu einer größeren Freigabe, bei anderen vielleicht sogar zu einer zusätzlichen Sperre bringen. Das müsste anders handwerklich getan werden. Deswegen haben wir uns dazu verständigt, einen Vorschlag zu unterbreiten. Und nochmal auch vor uns, das greift ja die Haushaltsdebatte auf, nicht der Oberbürgermeister entscheidet, sondern Sie entscheiden, was im Zweifel aus der Haushaltssperre ausgenommen wird. Und wenn wir jetzt hier einen Vorschlag haben, der eben sagt, 75% bei den Stadtbezirksbudgets, bei ausgewählten mit besonderen Herausforderungen 100% und bei den Beauftragten umgegangen wird, dann ist das eine Entscheidung des Rates, die dann von der Fachbediensteten zu vollziehen ist und nicht andersrum. Das will ich nur noch mal betonen. Soweit vielleicht zu dem Thema des Ersetzungsantrages. Und danach habe ich weitere Ersetzungsantrag der AfD vorliegen. Ich wollte die vielleicht sogar ersparen, aber gucken wir mal. Und der interfraktionelle Änderungsantrag, Herr Maloney.
Ich habe den gerade auf den Tisch gelegt bekommen. Und er ist aber nie so kompliziert. Genau. Wenn der Herr Maloney den vorstellt, ich glaube, dann kann den jeder einordnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache schnell von hier aus, ganz kurz, weil es auch der Änderungsantrag des Oberbürgermeisters, auf den sich unser Änderungsantrag von der CDU und der FDP bezieht, ja recht kurzfristig auch dann letztendlich erreicht hat. Wir wollen lediglich den Punkt 1 ergänzen. Und zwar, ich lese mal den kompletten Punkt 1 vor, wie er dann heißen würde. Die Mittel der Stadtbezirksbeiräte Altstadt, Neustadt, Blasewitz, Loschwitz, Pieschen, Klotzsche, Leuben und Plauen sowie der Ortschaften in der Gesamtheit zu 75% freizugeben. Die Mittel der Stadtbezirksbeiräte Kotter und Prohlis werden zu 100% freigeben. Natürlich ist es so, dass die Mittel, also die Gelder aus den Eingemeindungsverträgen unantastbar sind, aber es geht um die Verwaltungsbudgets der Ortschaften. Und ich beantrage schon mal vorsichtshalber punktweise Abstimmung dann Ihres Änderungsantrags. Gut, dann gehen wir rein in die Fraktionsrunde. SPD würde beginnen. Herr Treves. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich bin den Dissidenten ja sehr dankbar für diese Antragsinitiative, auch wenn Herr Lichti den Antrag ja gerade mündlich zurückgezogen hat und ich mich frage, ob es jetzt überhaupt noch eine Abstimmungsgrundlage für einen Ersetzungsantrag gibt, den der OB gestellt hat, aber gut. Aber ich bin für diesen Antrag vor allen Dingen aus zwei Gründen dankbar. Der eine ist inhaltlicher Natur, weil ich nämlich glaube, dass die Haushaltssperre, so wie sie im Moment gerade verhangen ist und mit welchen Konsequenzen sie gerade eben versehen ist, insbesondere bei den Stadtbezirksbeiräten tatsächlich die Falschen trifft. Ich glaube, die Stadtbezirksbeiräte haben eine ganz, ganz wichtige Funktion in unserer Stadt. Sie ermöglichen lokalen Initiativen tatsächlich aktiv zu werden. Sie sorgen für attraktive Stadtteile und sie ermöglichen auch tatsächliche und echte Beteiligung der Dresdnerinnen und Dresdner an der Gestaltung ihres eigenen Umfeldes, an der Gestaltung ihrer Stadt, an der Aktivität ihrer Stadt. Und der zweite Grund, warum ich den Dissidenten sehr dankbar für den Antrag bin, ist, dass wir jetzt endlich ein Preisschild kennen, was es kostet, einen ersten Bürgermeister zu bekommen. Auch das ist ja mal eine spannende Erkenntnis. Trotzdem sind wir als SPD-Fraktion noch ein bisschen unzufrieden mit dem Antrag. Das erste ist, der Preis für den ersten Bürgermeister von der CDU ist uns deutlich zu billig, der hier rausgehandelt worden ist. Der zweite ist so ein bisschen inhaltlich. Wir fragen uns ja, warum mit der Begründung die besonders geforderten Stadtteile bei den besonders geforderten Stadtteilen, die zu 100% freigegeben werden sollen, nur Kotta und Prohlis benannt sind. Ich glaube, die Altstadt, insbesondere mit der Johannstadt, gehört dort eigentlich auch mit dazu. Deswegen ist das so ein bisschen ein Fragezeichen, was bei uns entstanden ist. Und der dritte Grund für unsere Unzufriedenheit liegt darin, dass wir als SPD-Fraktion durchaus der Meinung sind, dass man diese Haushaltssperre eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt schon aufheben könnte. Die zusätzlichen Mittel vom Freistaat, die er ja an dem Tag, an dem die Haushaltssperre verhangen wurde, auf die er sich ja geeinigt hat, sind ja in den Zahlen, die präsentiert wurden, sind nicht reingerechnet gewesen. Und ich glaube, diese Lücke, über die wir reden, die der Oberbürgermeister ja auch gerade noch mal präsentiert hat, da reden wir von 3-5% des Haushaltes, die könnten wir auch ohne eine Haushaltssperre lösen, sondern indem es einzelne Vorlagen gibt, wie wir Budgets in dieser Stadtverwaltung umverteilen und wie wir Projekte an dieser Stelle umverteilen. Als SPD-Fraktion haben wir da schon würden wir gern zwei Vorschläge machen. Wir können uns gern auch darüber verständigen, noch über weitere Vorschläge zu diskutieren, aber wenn wir auf der einen Seite schon mal auf den ganzen Plan der Fernsehturmsanierung verzichten würden und zum anderen tatsächlich bei den Parkgebühren endlich mal rangehen würden, dann würden die Defizite, die hier auch an die Wand geworfen wurden, schon mal deutlich geringer werden und das durchaus auch nachhaltig, weil ja für beide Projekte nicht nur für 2023 und 2024 Geld benötigt wird. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle für die SPD-Fraktion noch mündlich die Änderung stellen, dass 100% der Budgets für alle Stadtbezirksbeiräte und für die Beauftragten freigegeben werden und das entsprechend in dem Antrag geändert wird. Vielen Dank. So, naja. Also bei den Parkgebühren war die SPD nie dabei gewesen, da kann man doch. Aber es ist schon interessant, dann die Redebeiträge zu hören hier im Rat. Wird das FDP das Wort gewünscht? Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein.
Mit Dissidenten hat mir eingebracht, ja, dann später, Schlusswort. AfD, Herr Gilge. Oder macht Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Kürzung, Haushaltssperre, der Herr Treves hat eigentlich vieles das gesagt, was ich sagen wollte, muss ich sagen. Mit dem Herrn Treves liege ich eigentlich sonst völlig verquer, aber die Kürzung ist, warum wird die eigentlich gemacht, die Kürzung, Haushaltssperre? Bewusste Fehlplanung. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Man kann nicht sagen, Achtung, hier, wir haben jetzt auf immer mehr Ausgaben und so weiter und so fort. Das war zu erkennen schon vor langer Zeit, dass die Löhne und Gehälter massiv steigen werden aufgrund Corona, aufgrund dieser, ich sage mal so, für Normalbürger eigentlich unverschämten Forderungen der öffentlichen Hand. Und das war auch schon letztes Jahr bei den Haushaltsverhandlungen absehbar. Ja. Aber die Kürzung, wieder Mittel einschränken, welche direkt den Bürgern zugutekommen sollen in den Stadtbezirken. Deswegen wurden ja diese Haushaltsmittel eigentlich mal den Stadtbezirken zwar an die Hand gegeben, um, ich sage mal so, ihr Ortsbild zu verschönern, um soziale Projekte zu fördern, um nachbarschaftliches Engagement zu fördern, eventuell auch kleine Stadtteilfeste, was wir heute auch schon zum Thema hatten, ja, solche Sachen. Jetzt wurde begründet, warum sollen einige Stadtbezirksbeiräte 100% bekommen und andere nur 75%. Hier wurde gesagt, wegen der herausgeforderten Lage. Könnte man so sagen, aber der Herr Treves hat ja schon gesagt, Altstadt hat mit der Johannstadt auch ein ganz schönes Paket zu tragen. Ne? Und demnächst wird auch die Neustadt ein ganz schönes Paket zu tragen haben. Ja? Aber wenn man sich die Vorlagen ansieht, gerade in Cotta, was wird denn eigentlich hauptsächlich mit dem Geld in Cotta gemacht? Wir stützen den Haushalt massiv damit. Ja? Wir machen Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden von der Landeshauptstadt Dresden. Beispiel 35 Grundschule, Verschattung etc., 35 Oberschule. Ich sage mal so, unwürdige Toiletten, die es niemals zu DDR-Zeiten gab, haben wir als Stadtbezirk saniert. Ja? Fußballplätze, da sind ja welche von den Freien Wählern schon mal drauf gestürzt und wir haben es dann einfach nur noch durchgewunken, damit es dort vorwärts geht, damit eben die Bürger mit ihren Kindern weiter Fußball spielen können und so weiter und so fort. Da sieht man, die Haushaltsplanung ist schon im Grundsatz falsch. Die ist schon im Grundsatz ausgegangen, ordinäre Aufgaben seitens der Geschäftsbereiche zu vereinnahmen von Seiten der Stadtbezirksbeiräte. Ja? Dies ist aber nicht die Idee der Mittelbereitstellung für die Stadtbezirksbeiräte. Und, das kann man schon fast sagen, geplante Veruntreuung, wenn wir die Instandhaltung von Schulen im Stadtbezirksbeirat finanzieren müssen. Das ist nicht die Idee dieser Mittel. Ja? Durch diese voraussetzbaren Einnahmeverluste, die Stadtkasse wirklich belastet ist, ja, sollten, wenn dann auch alle Stadtbezirksbeiräte einen Anteil tragen. Wir haben uns lange gestritten in der Fraktion, ob wieder 100% Freigabe, das war meine Meinung, einige waren der Meinung 80% oder 90%. Wir haben uns geeinigt, 80% von allen, da wir wirklich ansonsten ein Problem haben im Haushalt, das nicht gemacht ist durch uns, sondern gemacht ist durch die haushaltstragenden Fraktionen, durch diese massive Fehlplanung, durch die massive gestiegene Ausgaben auf freiwilliger Seite, die nicht sein müssen, ja, die uns an den Rand bringen. Und dann wird immer wieder erwähnt, dass die Parkgebühren erhöht werden sollen. Und der Bürger, der noch ein Auto sich leisten kann, leisten muss, weil er auf Arbeit muss, der soll dafür zahlen, für eine fehlgeplante Politik. Wir haben genug Geld. Gucken Sie doch mal an, wie viel Geld wir haben. Ne? Das ist so, wir haben ein Problem mit den Ausgaben, freiwillige Ausgaben überdenken und da muss jeder Geschäftsbereich mal hinten sich anfassen und nachdenken, was er macht. Dazu gehört auch die Jugendhilfe, dazu gehört natürlich auch die Frau Kaufmann im Sozialen und dazu gehört auch einfach farbig markierte Radwege und die normale Infrastruktur verfällt. Sie fahren auf dem Radweg in ein Schlagloch, da nützt Ihnen nichts, dass er rot angestrichen ist. Bitte stimmen Sie unserem Ersetzungsantrag zu. Alle Stadtbezirksbeiräte kriegen bis 80% die Mittel freigegeben und fertig aus. Ansonsten, wir hätten auch punktweise Abstimmung beantragt, selbst mit dem sollte der SPD-Antrag zur Abstimmung kommen, dort auch bitte punktweise Abstimmung. Danke. So, wir machen weiter. Bündnis 90 Die Grünen. Ernst? Verzichtet. CDU, das wird gewünscht. Verzichtet. Fraktion Die Linke.
Herr Mattes. Herr Vorsitzender des Stadtrates, liebe Kolleginnen und Kollegen, Entschuldigung, also wir wollen mal nicht gar so sehr flunkern. Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates, dass die Stadtbezirke 25 Euro pro Einwohner Verfügungsmittel bekommen. Die 25 Euro sind übrigens nur die Hälfte von dem, was die Ortschaften haben, die haben 50 Euro. Das ist erstmal die Grundlage, von der wir reden. Von der Verwirklichung dieses Grundsatzbeschlusses sind wir meilenweit entfernt. Meilenweit entfernt. Im Haushalt wurden dann wieder nur 10 Euro angesetzt, mühsam, ich glaube, auf 11 Euro hochverhandelt. Man berichtigte mich, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Weit davon entfernt, was eigentlich die Stadtbezirke bekommen sollen. Sozusagen nur ein kleiner Teil, ungefähr 40% dessen, was wir grundsätzlich beschlossen haben. Und von diesen 40% wurde dann nochmal per Haushaltssprache was weggenommen. Und wir streiten uns jetzt darüber, ob sie am Schluss 50%, 80% oder 100% von dem kriegen, was eigentlich im Haushalt beschlossen ist. Und das ist doch sozusagen schon an sich makaber. Noch makaber ist, dass wir als Linke einen Vorschlag gemacht hatten, im Zusammenhang mit den zusätzlichen Aufwendungen für Integration von Geflüchteten. Wir haben vorgeschlagen, in Stadtbezirken, wo zusätzlicher Aufwand entsteht, muss zusätzliches Geld hinfließen, damit die Integration funktioniert. Und was ist jetzt daraus geworden? Nicht, dass die Stadtbezirke was zusätzlich bekommen, sondern es soll lediglich, das ist jetzt der clevere Weg des Oberbürgermeisters, denjenigen, die da was übernehmen, soll weniger weggenommen werden. Das ist die Differenzierung, die hier mit 175% drin ist. Und das sage ich ja, das finde ich doch sehr, sehr unfair. Genauso unfair, wie ich es finde, ist, dass hier so getan wird, als sei das der einzige Bereich, der sozusagen richtig arg von der Haushaltssprache betroffen wurde. Also hier wurde ja gesagt, die Jugendhilfe wäre raus. Stimmt überhaupt nicht. Auch die Jugendhilfe ist von Haushaltssperrungen betroffen. Der Sozialbereich ist in Größenordnung betroffen. Kulturbereich ist betroffen. Also es gibt so viele Sachen, die von der Haushaltssperre betroffen sind. Wir sind dafür, ganz explizit, weil sie ohnehin schon gebeutelt sind, diese Budgets der Stadtbezirke jetzt in der vollen Höhe zu beschließen. Wir wissen auch, dass es einer Fraktion so viel wert war, dass wir nur endlich den Herrn Donhauser zum ersten Bürgermeister kriegen werden. Ja, die war aber, glaube ich, unstrittig. So, und insofern werden wir auch dem SPD-Antrag unsere Zustimmung geben. So, er war jetzt nur mündlich. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt auch richtig verstanden habe. Also, aber wir werden, so wie ich ihn verstanden habe, werden wir ihm zustimmen. Er kann ja dann nochmal vorgetragen werden. Und in dem Fall würden wir uns entsprechend verhalten. Und ich hoffe aber eins, dass wir über kurz oder lang darüber reden, wie wir die 25 Euro, die unser Grundsatzbeschluss haben, für die Stadtbezirke umsetzen. Und denn deshalb ist auch der, sage ich mal, der etwas populistische Antrag von Seiten der FDP nicht ganz ehrlich. Die Ortschaften haben die 50 Euro pro Einwohner. Das sollen sie auch kriegen, da sind wir auch nicht dagegen. Aber es ist natürlich unfair, so zu tun, als wäre das die gleichen wie die 10 Euro in den Stadtbezirken. Vielen herzlichen Dank. So, damit ist erstmal die Rednerliste soweit abgearbeitet. Und zum Schlusswort Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen, ich möchte auf die Änderungsanträge kurz eingehen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, in dem Ersetzungsantrag der sogenannten Alternative für Deutschland ist ausdrücklich die Beauftragten ausgenommen. Das entspricht natürlich der Kulturkampfpolitik von rechts, die diese
unsägliche Truppe da drüben vollführt. Klar, da geht es um Ausländer, da geht es um Behinderte, da geht es um die Gleichstellung von Frauen. Das sind alles Dinge, die natürlich die AfD, aber so ähnlich mit F. Ne? Also, das ist natürlich wieder bezeichnend. Ich denke, wir sollten das durchaus wahrnehmen. Zur SPD, naja. Also, lieber Vince, du hast einen richtigen Punkt gemacht und ich plaudere aus dem Nähkästel. Genau das war auch die Frage, die wir an den Oberbürgermeister hatten. Natürlich gibt es auch andere Stadtteile, mir zum Beispiel auch die Neustadt und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann gefragt, was ist denn das richtige Kriterium? Na, wir brauchen eigentlich ein objektivierbares Kriterium. Nur, das finden wir jetzt auf die Schnelle nicht. Ja? Und dann haben wir gesagt, ich habe auch keins gehört, wie man es machen könnte. Ja? Da haben wir dann gesagt, okay, das politische Zeichen, dass die Stadtbezirke, die tatsächlich jetzt mehr Aufgaben haben, und das ist jetzt nun mal vordergründig, Kotta und Prohlis, die wirklich auch jetzt damit auch ein bisschen anzuerkennen, ja? Auch öffentlich anzuerkennen, da war uns das Signal dann eigentlich wichtig. Und deswegen sind wir auch gegen den, wir haben ja eigentlich fast schon antizipiert diesen Antrag, dass dann jetzt nicht kommt 75%, sondern 100%. Ja? Das ist so ein bisschen so, naja, wir hatten die Idee nicht, wir finden sie eigentlich ganz gut, aber wir können den irgendwie den Erfolg nicht gönnen, also machen wir aus 75 100%. Okay, kann man machen, ist politisches Spiel, aber ist eigentlich auch nicht besonders ehrlich und auch nicht besonders sachlich. Ich kann da nur sagen, ich bin da dagegen, wir sind da dagegen und zwar schlicht und ergreifend, wir haben eine Haushaltssperre. So, und dann einfach zu sagen, wir geben einfach alles frei. Der Oberbürgermeister hat gerade die Fehlbeträge nochmal gesagt, halte ich eigentlich für populistisch und sollte man eigentlich nicht tun. Zur Linken. Ja, natürlich, man kann jetzt die Grundsatzdebatte wieder machen mit den 25 Euro und so weiter und so weiter. Aber eine Haushaltssperre ist nun mal eine Haushaltssperre. Ja? Also das Gleiche, was ich gerade mit Vincent Reves gesagt habe. Und dazu sagen, naja, das ist so nur so Peanuts und irgendwie und dann machen wir halt einfach da mal alles. Ja? Das finde ich auch nicht besonders überzeugend. Zum Vorschlag der CDU-FDP, die Ortschaften mit reinzunehmen, lehnen wir dezidiert ab. Aus den Gründen, die der Jens Mattis zu Recht dargestellt hat, die Ortschaften sind jetzt schon maßlos bevorzugt. Und ich sage auch ganz klar, das Verhalten der Ortschaften in der Frage der Unterbringung der Flüchtlinge finde ich empörend. Immer sich so hinzustellen als Ortschaft und zu sagen, wir als Ortschaft wären von der Stadt Dresden benachteiligt, als ob sie nicht zur Stadt Dresden gehören würden. Aber dann, wenn es darum geht, gemeinsame Lasten zu tragen, zu sagen, nein, das soll doch die Kernstadt bitte machen. Das ist eine Verfahrensweise. Ich gebe gerne zu, diese Haltung, die bei vielen, nicht bei allen Ortschaftsvertretern da ist, die geht mir schon seit Jahren richtig auf den Geist. Und deswegen finde ich den Vorschlag richtig, die Ortschaften hier ausdrücklich nicht mit einzubeziehen. Und wenn Sie das jetzt hier reinstimmen wollen, dann tun Sie natürlich Ihr Klientel, weil in der Kernstadt haben Sie ja keine Wählerinnen und Wähler mehr, bedienen. Aber von der Sache her ist es absolut nicht gerechtfertigt. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Rednerliste durch und würden jetzt mal in Richtung Abstimmung schreiten. Vom Verfahren her. Ich interpretiere das jetzt mal. Der Einreicher hat jetzt auch den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters übernommen. Deswegen ist das die Abstimmungsgrundlage. Und dagegen oder da haben wir entsprechende Änderungsanträge. Es ist als Ersetzungsantrag formuliert und auch gemacht, der von der AfD. Deswegen würde ich den zunächst abstimmen. Bekommt er eine Mehrheit? Ist das so beschlossen? Bekommt er nicht? Geht es weiter? Dann hätten wir zwei Anträge, jetzt auf der einen Seite SPD, die sagt, wir wollen 100% für alle Stadtbezirksbeiräte machen. Und dann habe ich einen Änderungsantrag CDU-FDP, die eben mit 75% die Ortschaftsräte noch einbinden wollen. Und dann gibt es den Wunsch nach punktweiser Abstimmung in der Schlussabstimmung. So sind, glaube ich, die Anträge, die ich habe. Deswegen beginne ich mal mit dem Ersetzungsantrag AfD. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
15 Ja, 49 Nein, 3 Enthaltungen, wird damit abgelehnt. Wir kommen als nächstes zu dem Änderungsantrag der SPD, der wie gesagt in beide, der alle Stadtbezirksbeiräte mit 100% ausstellt und auch, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, auch die Sperre bei den Beauftragten aufhebt und auf 100% setzt. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Abstimmung. Ich stimme nicht. Ja. 28 Ja-Stimmen, 39 Nein, eine Enthaltung wird damit abgelehnt. Dann haben wir die Ergänzung der FDP-CDU, die sagen, wir wollen in dem Punkt 1 zu den Stadtbezirksbeiräten noch die Ortschaftsräte zu 75% eine Freigabe integrieren. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 33 Nein, eine Enthaltung. Und dann kommen wir zur Schlussabstimmung. Zunächst über den Punkt 1. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 67, eine Nein, keine Enthaltung. Damit so zugestimmt und wir kommen zum Punkt 2. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 48 Stimmen, 19 Nein, eine Enthaltung. Damit ebenso beschlossen. Bevor wir jetzt in die Pause schreiten, weil wir da schon ein bisschen über die Zeit sind, möchte ich Ihnen noch das Abstimmergebnis mitteilen zu den Vertrauenspersonen. Wir haben 65 abgegebene Stimmen gehabt, 2/3 würden bedeuten 44 Stimmen. Es empfielen auch, also und einmal ungültig war gewesen, das war ich noch wichtig. Einmal auf Herrn Lichti empfielen 41 Stimmen, auf Herrn Kiesling 38, auf Herrn Breuer 22 und Herr Lippmann hat exakt 44 erreicht und ist damit gewählt. Es ist aber auch der einzige, der gewählt ist. Also von den noch 3 offenen Plätzen ist ein weiterer Platz jetzt gewählt, bleiben weiterhin 2. Wir müssen noch mal zu einer Wahl schreiten. Ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, wir gehen in die Pause. Bevor alle weggehen, würde ich gerne noch mal die Ältesten kurz zu mir bitten zum weiteren Verfahren. Bei dem Thema Schöffenwahlausschuss. Und wir setzen fort, zunächst im nicht öffentlichen Teil mit Blick auf die Uhr 19:25 Uhr.